Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es ist eine gute Woche her, als ich mein letztes Video gemacht habe. Es ist Urlaub. Ich war im Urlaub eine Woche. Ich bin jetzt hier eine Woche und bin dann auch wieder eine Woche weg. Ich mache dieses Video jetzt einfach, weil ich Lust habe, wieder mal den LS zu zocken oder zu starten. Und daher legen wir auch gleich los mit den Updates, die heute gekommen sind. Und zwar haben wir heute 4 Updates und 8 neue Mods. Das erste Update kommt für den Junkari J16 J18 von Farmari 99, Downloadgröße 52,64 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Behebung der fehlerhaften J18 JLV Kapazitäten im Laden. Die Kapazitäten waren korrekt, aber die Messwerte im Laden waren es nicht. Es wurde behoben, dass die Füllebenen auf Konsolen komplett schwarz waren. Das nächste Update kommt von CBT1105 von Contacon Migo Modding, Downloadgröße 17,28 MB in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Baldachin Option hinzugefügt, Malfehler behoben, verbesserte Textur und Modelllieferung, Marionette setzen. Die modulare BGA vom Castor vom Deutsch-Schweizer Agrarservice kommt mit dem nächsten Update. Downloadgröße 74,94 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Moddesk-Version aktualisiert, interne Fülltypen hinzugefügt, um Materialdopplungen und einen fast endlosen Arbeitsablauf zu vermeiden. Erweiterte Produktionslinien für einen komplexeren und besseren Produktionsablauf. Verringerter Ausstoß, Vorschlag der Community für bessere Wirtschaftlichkeit. Internes Verteilsystem überarbeitet. Separate HUDs für interne Fülltypen hinzugefügt. Ein Ausgabeprodukte überarbeitet. Arbeitszyklen angepasst. Gewinn herabgesetzt. Keine Gelddruckmaschine mehr. 2 neue Objekte für gezielte Verteilung von Strom und Methan für Produktionen, falls benötigt. Unnötige Missionszielpunkte entfernt. Achtung, die modulare BGA muss mit diesem Update zwingend neu platziert werden. Vor dem Update ist die alte BGA zu entfernen. Das Farmhaus Loderer kommt mit dem nächsten Update und zwar kommt dieses von Farmer 5 Tom, Downloadgröße 23,5 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kollision am Heuboden behoben, Bretter am Heuboden richtig skaliert, Bodentextur auf Asphalt geändert, da Platten nicht auf alle Maps verfügbar war und damit Matsch um das Gebäude war. Hotspot hinzugefügt. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod und zwar heißt dieser Maxi Werkzeugpack. Dieses kommt von Nicopix, Downloadgröße 10,87 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das ein Riesenpack an Armbaugeräte für den Frontlader und natürlich auch für den Dreipunkt. Wir haben hier 3 Gewichte, einmal das 800er, 400er und das 600er Gewicht. Das 800er kommt mit natürlich 800 Kilo und kostet 300 Euro. Die Hauptfarbe hier kann gewählt werden aus der Standardpalette. Das 400er und das 600er sind identisch, natürlich außer dem Gewicht. Auch hier gibt es die Farboption von der Standardpalette und der Preis liegt zwischen 200 und 250 Euro. Dann haben wir hier eine Silagegabel, die kostet 7230 Euro, hat eine Arbeitsbreite von 3,50 Meter und wiegt 1 Tonne. Es ist für mich nicht unbedingt eine Gabel, sondern ein Schiebeschild und die Hauptfarbe noch hier, die Standardpalette. Dann Schaufelmaterialien gibt es hier, das ist die Schaufel mit einem Fassungsvolumen von knappen 1400 Litern, wiegt 390 Kilo und kostet 1800 Euro. Dann gibt es die Schaufel Schüttgut, die ist identisch, ist ein bisschen kleiner, hat ein Fassungsvolumen von 980 Litern, wiegt 360 Kilo und kostet 1700 Euro. Dann gibt es hier Schaufel wieder aufzunehmen, ist eine Schaufel mit 840 Litern, wiegt 300 Kilo und kostet 1650 Euro. Dann gibt es den AgriShark Mistgreifer und dann gibt es den OxyCube Mistgreifer. Das sind diese beiden hier. Kostenpunkt zwischen 3700 und 3900 Euro. Haben im Prinzip dieselben Funktionen. Diese hier hat ein Fassungsvolumen von 1200 Litern, wiegt 675 Kilo und kann hier mit einer Begrenzung ausgestattet werden. Dann gibt es die Schaufel Clara Weg, das ist diese hier, wiegt 670 Kilo und hat ein Fassungsvolumen von 1725 Liter, der Preis 3600 Euro. Dann gibt es hier die Gabel Multigrab und den Mistgreifer Multigrab, der greift alles, das hier nur Heu, Stroh und so weiter.
Kostenpunkt zwischen 3.400 Euro und 3.700 Euro. Die nächste neue Mod heißt Knoche CrossMax 600, kommt von Vertex Design, Downloadgröße 19,14 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Scheibenecke mit dem Gewicht von 3,4 Tonnen, braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 37.500 Euro. Das Design hier kann geändert werden, und zwar betrifft es diesen Teil hier, und zwar Design 1 oder Design 2. Die nächste neue Mod heißt Case Puma 145 CVX Tier 3, kommt von STV Modding, Downloadgröße 23,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit der Leistung von 188 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Litern, 48 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7 Tonnen und kostet 126.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Motorenausführung, die gibt es den 145er CVX mit 188 PS, den 160er CVX mit 203 PS und zurück geht's zur ersten Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Spezial, Schwarz und Grau und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die nächste neue Mod heißt Agroliner PWU Pack. Dieses kommt von Axe Diamant. Downloadgröße 9,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Ballendwagen, und zwar zum einen den PWU 24 oder den PWU 18. Die sind beide identisch, außer dass der eine hinten eine Tandem-Achse hat. Der größere, der wiegt 4,8 Tonnen und kostet 21.500 Euro. Das Design kann geändert werden zwischen 1, 2 und 3 und 4, 5. Und zurück zu Design 1. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Der kleinere, der 18er, der wiegt 3,8 Tonnen und kostet 16.500 Euro. Bei diesem hier gibt es noch die Option, zusätzlich zu dem, was wir gesehen haben, dass wir hier noch einen Unterfahrschutz hinbauen können oder nicht. Die Animation zum Öffnen von diesem Ballenwagen ist eigentlich sehr gut gemacht. Schön gemacht. Die nächste neue Mod heißt Pöttinger Faro Pack, kommt von Agrardesign Austria, Downloadgröße 25,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen wir hier mit drei verschiedenen Ladewagen. Wir schauen uns den größten an. Das ist der Faro 4510, hat ein Ladevolumen von 29 Kubikmeter, ein Gewicht von 6,7 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 5,8 Tonnen, braucht 145 PS, 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 75.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann gibt es hier natürlich noch die Option von einem Siliermetalltank, der hinzugebaut werden kann. Oder nicht. Der kleinere, der 4010er, kostet 70.500 Euro und hat ein maximales Ladevolumen von 26 Kubikmeter. Der 3510er, der kostet 65.500 Euro und kann mit 23 Kubikmeter beladen werden. Die nächste neue Mod heißt John Deere 5060er STS Series, kommt von SID Modding, Downloadgröße 30,15 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser Mähdrescher hier, der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 241 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 945 Litern, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Ladevolumen für das Erntegut liegt bei 8853 Litern. Wiegt 17,5 Tonnen und kostet 132.000 Euro. Bei der Tank-Extensions gibt es verschiedenste Varianten. Ich klicke einfach mal durch. Standard, Standard Brasilien, abgedeckt Brasilienbau, regulär und so weiter. Da gibt es jenste verschiedenste Möglichkeiten, die wir hier haben. Und dann ist das hier die größte. Das ist dann die Dix Welding. Die hat dann ein Ladevolumen von 19.121 Liter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Mitas. Dann gibt es hier einmal die zweiradbetriebene Version und dann gibt es noch die vierradbetriebene Version. Dann hier gibt es so viele verschiedene Optionen, dass ich hier nicht alle durchgehen kann. Es ist einfach nicht möglich. Häckselabdeckung, das ist diese hier, keine Abdeckung. Dann gibt es hier diese verschiedensten Optionen hier.
Dann Auspuff gibt es auch verschiedene Optionen. Hier 6 Optionen. Dann beim Modelljahr verändert sich vor allem was hier. Das ist Basis 2000, erste Version, zweite Version, 2004er Version. Gibt es auch 3 Versionen und dann geht es wieder zurück. Dann beim Green Star GPS gibt es die ältere Version. Anbau mit der neuen Green Star, neuer Green Star und zurück. Dann gibt es hier drinnen natürlich noch die Möglichkeit, das CB-Radio hinzuzubauen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Zahlen hinzuzufügen hier, damit man dies zu einem Team quasi zusammenbinden kann. Einmal von der Zahl 1 bis und mit der Zahl 6. Entladerohre gibt es auch 3 verschiedene Optionen. Einmal kurz mit Folie, kurzes Rohr oder Standardrohr. Bei der Motorenausführung gibt es jeweils 3 verschiedene Versionen, 9650 STS, dann gibt es den 9750 STS, dann hier gibt es den Bullet Rotor und dieser geht dann weiter. Wir haben dann hier verschiedenste Optionen, bis und mit natürlich zum 9860er STS, Bullet Rotor und zwar hat der dann eine Leistung von 437 PS. Danach kommen wir zum Lizard T2000 von Hispano, Downloadgröße 23,38 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 430 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 756 Litern, 80 km/h ist die Standard-Maximalgeschwindigkeit. Dann gibt es das Gewicht von 13,5 Tonnen und den Preis von 153.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nukin Tires. Dann gibt es beim Chassis-Design partielle Beschichtung, das ist also hier hinten zu sehen, vollständige Beschichtung und zurück. Abgas gibt es verschiedenste Optionen hier bei den Auspuffvariationen. Kotflügel gibt es auch verschiedenste Versionen, einmal in Gummi. Dann in Metall gibt es auch alle Optionen, Kunststoff und zurück zu Nein. Schmutzlappen, Reflektoren, das ist das hinten hier. Das heißt einmal ja mit dem Umriss, Streifen, Streifen und Umriss oder nein. Getönte Scheiben gibt es 4 Stufen, 0%, 33%, 66% und 100% getönte Scheiben. Hintere Fenster können auch hinzugebaut werden, einmal vorgesetzt, niedrig, beide oder kann. Rundumleuchten gibt es auch verschiedenste Optionen hier. Vorsicht! Die sind nicht sichtbar, wenn nicht erstmal das Zubehördecke hinzugebaut worden ist. Das muss erstmal hinzugebaut werden, damit man die Rundumleuchten auch sieht. Bei den Rundumleuchten gibt es Modell 1 bis und mit Modell 10 gibt es verschiedene Varianten. Dann gibt es zusätzliche Strahler, die sind auch nur sichtbar, wenn das hinzugebaut worden ist. Dann gibt es beim Motorengitter gibt es Rautenform oder die Kreisform, also die Lochform. Dann gibt es ein seitliches Zubehör, was hier hinzugebaut werden kann, Seitenleisten und so weiter und so fort. Verschiedenste Optionen, also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Optionen zur Individualisierung dieses Trucks. Ich glaube, ich kann nicht wirklich alles durchgehen. Wir gehen mal kurz noch zu der Motorenausführung. C12 ist die Standardversion. Da gibt es die C16, das ist dann mit 16 Gängen und 600 PS. Dann gibt es die C16er Powerful mit 1000 PS und das ist dann die maximale Konfiguration. Farbe der Fahrgestellbeschichtung, das ist das hier. Da gibt es hunderte verschiedene Varianten und zwar mit und mit von den ganzen Chromfarben mit und bis und mit allen Mattfarben und so weiter. Da könnt ihr alles durchspielen, was ihr gerne möchtet. Dasselbe gilt auch für die Farbzubehör, auch hier gibt es verschiedenste Optionen. Dann gibt es die farbige Blitzlichter und Piloten, da kann man auch alles noch hinzugebaut werden. Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette, also man ist hier zu achten, dass wir hier die ganzen Marken Farbpalette haben, aber in der Chromversion zusätzlich zu der normalen Version. Die Gehäusefarbe kann auch geändert werden, das ist dann hinten dieses Gehäuse hier. Dann können die Gummikotflügel verändert werden, wenn man diese dann auch montiert hat. Das haben wir hier jetzt nicht montiert. Dann gibt es natürlich alle anderen Optionen auch noch. Reflektierenden Schutzbleche, die können auch noch gefärbt werden. Das ist diese hier.
Motorengitter vorne kann auch verändert werden farblich. Die Felgenfarbe kann aus dieser riesengroßen Palette ausgewählt werden. Wow, ein LKW mit 1001 Konfigurationsmöglichkeit. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht alles durchgehen konnte. Bitte entschuldigt. Ladet euch den herunter und spielt alle Optionen mal durch. Ihr werdet sehen, es ist ein endloses Konfigurieren. So, das ist der Klang von diesem LKW. Auch die Auspuffanlagen sind sehr funktionell hier. Sieht sehr gut aus. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Beton-Fahrsilo-Set U. Kommt von Castor, vom Deutsch-Schweizer Agrarservice. Downloadgröße 13,43 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Da gibt es, ich glaube, auch irgendwie 20 verschiedene Versionen. Angefangen von diesem einfachen Durchfahrsilo. Dann gibt es das in doppelt. Dann gibt es das als U-Form. Das nächste in U-Form und so weiter und so fort. Dann gibt es alle diese Optionen. Plus natürlich noch eine zweite Farboption. Preislich liegt dies zwischen 65.000 und 95.000 Euro zum Platzieren. Wir schauen uns mal die Textur an. Sieht gut aus. Definitiv eine greifbare 3D-Textur. Sehr gut gemacht. Also wenn man hier die doppelten hat, kann man hier dazwischen auch natürlich die Treppen hochgehen. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Hat dir das Video gefallen, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Ich sage mal, ja, wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen. Bis dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.